Oh, das Kirschblütenfest beginnt und wir sind da. Und wir haben auch gerade den guten Kevin gefunden. Guck mal, der. Oh, ganz spontan. Oh, ja. Oh. Zufällig. Ganz zufällig. Ganz spontan haben wir ihn hier getroffen. Und jetzt, ja, er hat Geburtstag. Happy Birthday to you. Er reicht schon wieder. Haben wir gerade schon mal gemacht. Und, rein. Schön, fett auf Instagram zu sehen, ja. Auf jeden Fall, ja, jetzt gehen wir jetzt erst essen oder was machen wir jetzt? Wir gehen essen und dann Tokyo Tower und Schwachteln. Ja, und One Piece Museum? Ja, One Piece Museum! One Piece Museum. Im Samstag? Ja. Hier beginnt der Witz. Wie viel sind wir? 5 Deutsche und ein Japaner im Aufzug. Können wir noch glatt ganz nachdrehen, oder? Wo fuck it? Kamera hat einfach nicht aufgenommen. Kamera hat einfach nicht aufgenommen. Nein, das ist doch wurscht. Tokyo Tower. Ich will ihn anfassen. Oh, ich hab ihn angefasst. Nein, hab ich nicht. Und er läuft so. Kamera nimmt an. So, jetzt sind wir im Tokyo Tower. Ich habe voll den Druck aufgenommen, weil sie so schnell hoch sind. Ein bisschen, ne? Ja, dann gucken wir mal kurz raus, würde ich sagen. Ne? Ja, Mann, schaut schon gut aus. Halt. Wackelt auch ein bisschen. Was? Es wackelt auch ein bisschen hier. Ganz kleines bisschen wackelt es. So Leute, jetzt habt ihr mich an der Backe, weil der Baum mich euch übergeben hat. Wir gehen jetzt zum One Piece Tower mit dem Kevin, dem Geburtstagsring. Und jetzt fahren wir mal runter vom Tokyo Tower. Mal schauen, was euch da erwartet. So Leute, wir sind jetzt mittlerweile beim Tokyo Tower One Piece angekommen. Das Geburtstagskind mit der Flagge. Und schon am Eingang sind die Leute verkleidet als Piraten. Jetzt gehen wir dann gleich rein, wenn der Kevin seine Fotos gemacht hat, für all seine Fans. So, dann gehen wir endlich mal rein mit dem Kevin. Oh jo. Hi. Hier sind alle. Oh, schau mal, du kannst wahrscheinlich sogar mit Umhang, wer du bist, von der Geschichte. Weil hier machst du auch Geschichten quasi, Storygeschichten. Und es gibt jede Nacht, wie viele Leute, ihr seid 1, 2, 3 oder 4 oder ganz große Gruppen. Gibt verschiedenste Arten von Geschichten, die ihr mitmachen könnt in der Art. Auf welcher der Insel hättet ihr gerne mal gelebt? Wir haben hier alle möglichen Inseln. Man muss wahrscheinlich irgendeine spezielle Einstellung finden. Aber es sind die Sachen. Ah! Warte mal, Sir! Lippe-Leitung! Lippe-Leitung! Weißt du, warum Frank hier raucht?
Warum? Weil er es hasst, Hunger zu haben, weil er noch als Kind. Naja, das weiß ich nicht, dass er Hunger hat. Hunger musste. Und er hasst das Gefühl von Hunger, deswegen braucht er. Ich check nur mit Anna. Na Leute, wer hat ein bisschen Hunger auf ein Hai? Oh, schau mal, die haben mich. Oh, Robins Room. Nami und Robin. Ey, wenn die nicht nackt im Bett sind, dann ist es doch langweilig. Hier, der Treasure, kannst du anfassen. Der ist auch Ausrufezeichen, das heißt, da passiert was. Fangen wir mit Robin an. Schau mal. Ja, ja, ist ja auch parfümiert extra, denke ich. Und jetzt bei Nami Wettler wird sie jetzt Bescheid kommen. Jetzt schreit sie. Mach mal den Schatz auf. Das überlasse ich dir. Schau, den muss man auch aufmachen. Also, wir kommen Bescheid. Jo Leute, es ist jetzt 23:30 hier in unserer hiesigen Zeit nachts und ich bin noch gerade am Video schneiden mit meinem wunderschönen abgefüllten Kirin-Bier. Ja, Thorsten, du weißt Bescheid. Ja, wir haben nicht sehr viel mehr aus dem Tokyo Tower gesammelt, weil das die durften halt auch nichts bei One Piece weiter filmen. Und außerdem war der Akku dann auch im Arsch. Ja, auf jeden Fall. Ja, der kommt jetzt gleich online und dann schneide ich gleich mal den Tag von heute noch. Also der von morgen noch. Na, ciao!